Wendinger und Tour ist ja auch immer ein bisschen Sightseeing in München. Deswegen zeige ich euch gerade meinen Weg zum Arnulfpark übers Nymphenburger Schloss. In 10 Minuten sehen wir uns von der Wohnung. So, und schon sind wir im wunderschönen Arnulfpark. Ein paar Minuten später. Und jetzt geht's gleich los mit der Besichtigung. Seid gespannt, ihr kennt ja die Wohnanlage. Abonniert immer meinen Kanal und heute zeige ich euch eine 3-Zimmer-Gartenterrassenwohnung in der Marlene-Dietrich-Straße 1. Bis gleich! Wir sind gerade angekommen in der Marlene-Dietrich-Straße. Das ist ja eine Sackgasse und wir fahren jetzt hier zu dieser Wohnung und zu diesem Hauseingang Marlene-Dietrich-Straße 1 und da präsentiere ich euch gleich die 3-Zimmer-Gartenterrassenwohnung mit einer zusätzlichen Loggia im Hochparterre. Seid gespannt! Jetzt bin's ich nochmal, was ich gerade noch vergessen habe. Ich zeige euch ja gleich diese 3-Zimmer-Gartenterrassenwohnung. Ich habe allerdings, und ich habe es in meinem ersten Video ja gerade vor ein paar Tagen schon erläutert, hier in der Wohnanlage noch 2 weitere Wohnungen gekündigt. Also einmal hier diese 3-Zimmer-Gartenterrassenwohnung, die wäre ideal für eine Familie oder ein Pärchen mit grünem Daumen. Da hat man einen Austritt nach hinten in den Innenhof. Dann haben wir im selben Haus noch eine 2-Zimmer-Wohnung gekündigt mit ca. 50 Quadratmetern. Eigentlich perfekt für einen Single-Wochenendheimfahrer oder dergleichen, auch mit Balkon hier oben. Ihr seht ja die Balkone. Und dann im Nachbarhaus auf der Marlene-Dietrich-Straße 3 hätte ich noch eine 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit einem Dachbalkon. Wunderschön ganz oben gelegen mit einem tollen Ausblick. Plus einen Hobbyraum, den man vielleicht als Fitnessraum oder auch Gäste- oder Arbeitszimmer nutzen kann. Zwar nicht mit voller Stehhöhe, aber noch mal ein kleines Gimmick dazu. Wie gesagt, 3 Wohnungen gerade im Angebot. Wenn Interesse besteht, kennt ihr ja die Vorgehensweise. Ihr fahrt hier vorbei, macht ein Beweisfoto, dass ihr da wart in der Marlene-Dietrich-Straße und schickt mir dann bitte eure Bewerbungsunterlagen. Die Basis zur Anmietung ist immer mein virtueller Rundgang, eigentlich wie schon immer. Ja, und dann wünsche ich euch gleich viel Spaß bei der virtuellen Besichtigung. Tschüss! So, herzlich willkommen in der Marlene-Dietrich-Straße 1. Ich habe euch ja von draußen schon erläutert, dass wir heute eine sehr schöne 3-Zimmer-Gartenterrassenwohnung im Angebot haben, zusätzlich mit einer Loggia nach Westen. Ich führe euch jetzt einfach mal rum. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Hier ist im Eingangsbereich das Entree. Hier kommt er vom Treppenhaus rein. Und wir haben hier eine schöne quadratische Diele, die auch gut nochmal als Stellfläche genutzt werden kann. Und bitte entschuldigt, dass ich heute ein bisschen außer Atem bin. Ich habe nämlich meine Maske auf. Ich hoffe, das klappt akustisch ganz gut. Ja, das Wohnzimmer ist zur Westseite hin zur Marlene-Dietrich-Straße im Hochparterre. Deswegen haben wir hier nochmal zusätzlich einen Balkon oder eine Loggia, die ich euch gleich zeigen werde. Wir haben immer diese amerikanischen Küchen von der Firma Leicht mit sämtlichen elektrischen Geräten von Siemens und Geschirrspülmaschine. Und ihr seht, die Küche kann man gleich als Bar nutzen. Wir gehen jetzt einfach mal rum, damit ihr so einen Gesamteindruck habt. Also ein sehr schönes, großes Wohnzimmer mit offener Küche. Manche Mieter haben hier nochmal einen Essplatz. Dieser Mieter hat es bevorzugt vorm Fenster, was sicher auch Sinn macht. Denn hier habt ihr in der Flucht der Marlene-Dietrich-Straße, die eine Sackgasse ist, natürlich trotz Hochparterre
ewig Licht, wenn die Sonne scheint, nicht wie heute. Heute ist es leider ein bisschen bewölkt. Ja, das ist die Einbauküche von der Firma Leicht. Die bleibt bis auf diesen Kühlschrank, der separat ist, drin. Wir haben hinten noch einen Einbaukühlschrank. Der ist allerdings nicht so groß. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal kurz auf die Loggia. Genau. Diese Loggia ist zusätzlich zur Gartenterrasse. Gibt euch auch noch mal die Möglichkeit, hier könnte man zumindest sich eine zweite Ausweichfreifläche schaffen, wenn es regnet. Sehr groß. Viele Mietwohnungen haben ja nur einen Balkon. Hier haben wir eigentlich beide Optionen mit einer zusätzlichen Gartenterrasse. Ich beschleunige jetzt einfach mal meine Besichtigung und wir gehen über die Diele mal in die Schlafzimmer. Hier seht ihr auch ein Oberlicht, was auch super ist, damit ihr auch ein bisschen Belichtung in der Diele habt. Das Haus ist ja rund Baujahr 2006 bis 2008, also alles sehr neuwertig. Weiße Türen. Hier ist das Elternschlafzimmer. Man sieht links in der Ecke schon die Stellfläche für den Kleiderschrank. Das zeige ich euch jetzt auch gleich mal von der anderen Seite. Und hier seht ihr gleich, das machen wir aber einen Schnitt, schon die Gartenterrasse. Ein Rundumblick, Stellfläche 3 Meter für den Kleiderschrank und hier eben Platz fürs Elternschlafzimmer und fürs große Doppelbett. Wir haben zusätzlich zum großen Wannenbad auch noch ein Gäste-WC, was ja auch nicht immer üblich ist in den Wohnungen. Das seht ihr hier linker Hand, klassisch weiß gefliest mit einer, sagen wir mal, beigefarbenen Bodenfliese. Da passen, denke ich, alle Einrichtungsgegenstände ganz gut. Im großen Bad haben wir Waschmaschinenanschluss rechter Hand. Viele Mieter haben hier auch noch mal einen Trockner drüber. Und links die Badewanne mit Handtuchwärmer und alles und allem, was das Herz begehrt. Ich kriege heute mit der Maske leider keine Luft. Bitte nochmals um Entschuldigung. So, und hier haben wir dann das Arbeitszimmer-Gästezimmer. Diese Wand läuft ein bisschen konisch. Also die Kommunwand ist nicht 100% im Lot. Und es verjüngt sich nach der Seite ein bisschen, aber es stört nicht. Hier würde auch noch mal ein großes Bett reinpassen. Habe ich alles schon gehabt bei Mietern. Ideal ist das als Gästezimmer oder ja, Arbeitszimmer wie hier. Noch mal ein Blick in die Diele von der anderen Seite. Ihr habt also, wenn ihr reinkommt, rechts die Privaträume mit den beiden Schlafzimmern. Und wenn ihr Gäste habt, linker Hand im Wohnbereich, Wohn-Essbereich, dann die offiziellen Räume. Und mit diesem Blick darf ich mich kurz verabschieden und begrüße euch gleich nochmal von der Gartenterrasse. Ihr seht eine wunderschöne Wohnung. Nicht vergessen, wie immer bei den Abonnenten meines Kanals, die wissen das schon, ihr müsst hier vorbeifahren, ihr müsst ein Beweisfoto mir schicken, dann die Bewerbungsunterlagen einsenden laut meiner Selbstauskunft. Und ja, die virtuelle Besichtigung ist auch Grundlage für die Anmietung dieser Wohnung. Wegen Covid-19 wollen wir hier von niemandem die Gesundheit riskieren. Und deswegen machen wir in Zukunft immer mehr virtuelle Besichtigungen. Wenn ihr Fragen habt, ruft mich an. Ich begrüße euch gleich von der Gartenterrasse. Leider spielt heute das Wetter nicht mit. Ich wollte euch noch ein bisschen blauen Himmel da oben zeigen. Bei Gartenterrassenwohnungen, die man ja vorrangig im Sommer sehr, sehr gut nutzen kann, mit dieser schönen großen Terrasse in den absolut ruhigen Innenhof, ist das natürlich schön. Aber das Wetter macht mir manchmal einen Strich durch die Rechnung. Jetzt gehen wir mal durchs Elternschlafzimmer raus. Das war hier, alle Fenster selbstverständlich mit Rollladen, in diesen Innenhof. Der Innenhof ist durch die Kommunenbebauung nochmals absolut ruhig. Und hier
ist die Gartenterrasse, die sehr, sehr groß ist. Offizielle Mietfläche ist die Terrasse. Ihr seht im Hintergrund gerade unseren Hausmeister, der die Büsche schneidet. Und das ist eben die zweite Freifläche, die zur Wohnung gehört. Wir gehen nochmal hier über den Rasen und ich zeige euch, hier ist nochmal ein zweiter Eingang zum Haus. Also wenn ihr von der S-Bahn kommt Richtung Hackerbrücke, kann man auch hier reingehen, ist noch kürzer. Und das ist die Gartenterrasse nach Osten. Die Loggia geht drüben nach Westen. Ja, ich darf euch viel Spaß wünschen bei der Außenbesichtigung der Marlene-Dietrich-Straße 1. Schickt mir ein Beweisfoto und dann sämtliche Unterlagen, wie vereinbart, per E-Mail und ruft mich an, wenn ihr Fragen habt. Vielen Dank, Hindinger on Tour, heute aus dem Arnulfpark.